Das Jahr 2020 wird uns Anlegern alle lange in Erinnerung bleiben. Viel hat sich getan an den Finanzmärkten, auch am Rohstoffmarkt, war es durchaus spannend. Was sich alles getan hat, wer im Jahr 2021 die Nase vorne haben könnte, all das verrät mir jetzt Daniel Rau, Rohstoffspezialist und Fondsmanager bei der LBBW Asset Management. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind. Blicken wir zunächst auf das Jahr 2020. Da gab es einen, der ganz klar im Fokus stand, der eine ganz große Rolle gespielt hat. Wer war das? Richtig, genau. Das war aus meiner Sicht war das ganz klar die OPEC. Erst war die OPEC im Endeffekt der Buhmann an den Rohstoffmärkten, nachdem im März letzten Jahres Russland und Saudi-Arabien sich in die Wolle bekommen haben und Saudi-Arabien dann entgegen des besseren Wissens im Endeffekt einem Angebotsüberhang geschaffen hat, in einer Nachfrage, die nicht vorhanden war, noch den Ölhahn zusätzlich aufgedreht hat. Und da war dann die OPEC tatsächlich der Buhmann und es gab auch viel Druck innerhalb der OPEC oder von außen auf die OPEC. Allerdings, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Die Lernkurve, besonders in Saudi-Arabien, war sehr hoch. In den Folgemonaten hat es die OPEC geschafft, rund 10 Millionen Barrel pro Tag an Angebot zu reduzieren, also vom Markt wegzunehmen. Zugleich ist diese sogenannte Compliance, also die Einhaltung der Förderquoten, die jedes Land haben darf, die ist so hoch wie in der Historie eigentlich ganz, ganz selten und auch über einen längeren Zeitraum wurde die so einbehalten. Und die OPEC hat es noch geschafft, das ist bemerkenswert, andere Länder wie zum Beispiel Norwegen ins Boot zu holen, die dann eine freiwillige Kürzung vollzogen haben. Also da muss man sagen, da hat die OPEC sich wirklich aufgeschwungen und hat dann eine sehr ordentliche Arbeit gemacht. Es knirscht, auch hat man letzte Woche gesehen, im Gebälk der OPEC noch ganz gewaltig. Weil viele Länder einfach gerne mehr fordern möchten, um die Einnahmen, die Staatseinnahmen zu erhöhen. Und da hat jetzt Saudi-Arabien aus meiner Sicht letzte Woche am Montag, Dienstag einen ganz gewaltigen Schritt gemacht. Und zwar verzichtet Saudi-Arabien im Februar und im März freiwillig auf 1 Million Barrel pro Tag. Das ist deshalb so bemerkenswert aus meiner Sicht, weil damit die Saudi-Arabien zeigt, also wir haben diese Einnahmen nicht so nötig, wir haben mehr Speck auf den Rippen als ihr. Das ist eine Warnung an alle Länder innerhalb der OPEC oder auch außerhalb, weil es handelt sich, wie gesagt, um eine freiwillige Kürzung und eine freiwillige Kürzung, die kann auch immer wieder zurückgenommen werden. Und das wissen dann die Teilnehmer in der OPEC und auch außerhalb, dass damit Saudi-Arabien jetzt wieder das richtige Schwergewicht zurück auf dem Parkett ist. Ja, und die OPEC sollte man natürlich auch 2021 immer im Blick haben, nicht nur, wenn man in Rohstoffe investiert ist. Blicken wir zunächst auf die Basismetalle, denn die sind aktuell einen besonderen Blick wert. Warum? Weil die Basismetalle unglaublich stark sind, seit mehreren Wochen und Monaten schon. Die Frage, woher kommt es? Das kommt aus meiner Sicht ganz klar aus China. Also in China ist es üblich, dass man 5-Jahrespläne vorstellt von der Seite der Regierung und dies nach umsetzt. Und der letzte 5-Jahresplan, der hatte den Schwerpunkt auf dem Schuldenabbau, auf Verbesserung der Luftqualität oder Stärkung des inländischen Konsums. Das hat sich jetzt im neuen 5-Jahresplan bis 2025 hat sich das jetzt teilweise geändert. Es wird vielmehr der Schwerpunkt auf Digitalisierung gelegt, also Digitalisierung zum einen in Hochtechnologie, um sich von Amerika etwas unabhängiger zu machen, aber auch um Digitalisierung in die Breite zu geben. Und um den Netzausbau, da ist einfach so, dass man sehr viel Kupfer und weitere Basismetalle benötigt. Da hat dann China sehr stark nachgefragt. Ein anderes Thema im neuen 5-Jahresplan, das wird eine verbesserte Umweltbilanz sein. Dafür sind Basismetalle notwendig für den Ausbau oder auch die Elektromobilität. Da ist Nickel ein Rohstoff, ohne den es einfach derzeit noch nicht geht. Und ja, das hat die Regierung so festgeschrieben und dementsprechend werden diese strategischen Rohstoffe werden gekauft, insbesondere aus den Lagerhäusern im Westen, also London Bullion Market Exchange. Da hat schon einige Auslieferungen nach China gegeben. Also China hortet da tatsächlich die Basismetalle im eigenen Land, um vorbereitet zu sein. Gold ist auch ein richtig guter Start ins Jahr gelungen. Wie sind da die Aussichten für den Rest auch so goldig? Gold hatte tatsächlich bis zum Freitag einen wunderbaren Start hingelegt. Dann ging es um 100 Dollar runter. Und derzeit ist Gold aus meiner Sicht charttechnisch in einer prekären Situation. Aber jetzt unabhängig davon, das Jahr
ist ja nicht nur die Charttechnik, die da bestimmt, sondern wenn man es historisch betrachtet, ist der Januar und der Februar sind mit die besten Monate für Gold überhaupt. Danach wird es ruhiger, die Festivitäten in wichtigen Ländern wie Indien lassen nach, die Nachfrage lässt nach und dann geht es eigentlich erst so im Herbst dann wieder mit der Nachfrage so richtig los. Und dieses Jahr, denke ich, wird es auch ein bisschen, könnte es auch so in diese Richtung gehen. Man muss jetzt sehen, das mit dem Impfstoff ist natürlich jetzt schon ein Thema, was an den Gold, was am Goldmarkt gespielt wird. Aber das gebe ich auch zu bedenken, wenn man einen Vergleich zieht zur Finanzmarktkrise, dann ist es so, dass ich der Meinung bin, dass diese staatlichen Programme noch weiterhin aufrechterhalten werden müssen. Also wir beide haben ja die glückliche Situation zum Beispiel, dass wir noch unserer Arbeit nachgehen können, aber ganz viele andere können es eben nicht. Und um diese Menschen zu unterstützen, um soziale Unruhen zu vermeiden, dass die gar nicht aufkommen, denke ich, muss der Staat noch einiges machen, muss noch einige Sozialprogramme auflegen. Und das sind natürlich Dinge, die den Goldmarkt mittel- bis langfristig unterstützen, weil das heißt nichts anderes, dass die Ausgabenseite und damit der Schuldenstand der Staaten aller Voraussicht nach steigen wird. Und das nicht nur 2021, sondern das ist etwas, was ich denke, was auch 2022 und vielleicht auch 2023 uns noch begleiten wird. Die sogenannte Asset Allocation, die strategische Asset Allocation ist wichtig am Rohstoffmarkt, sagen Sie. Erklären Sie uns, warum ist das so wichtig? Welche Bedeutung hat das? Das ist deshalb wichtig, weil diese strategische Asset Allocation vor allem von Anlegern betrieben wird, die sehr kapitalstark sind. Und wenn diese Anleger zum Schluss kommen, dass man Rohstoffe dieses Jahr höher gewichten muss, sei es aufgrund von Inflationserwartungen, also steigenden Inflationserwartungen, sei es wegen den Veränderungen, die durch Corona angestoßen werden, sprich Digitalisierung, oder weil es einfach nur der Druck ist, aufgrund von dieser Niedrigzinsumfeld, dort die Anleihen etwas abzubauen und in Aktien zu gehen oder in Alternatives oder eben auch in Rohstoffe, da hat es bei dem kleinen Rohstoffmarkt einen großen Effekt. Und ganz konkret kann man feststellen, dass wir haben ja auch Rohstofffonds, und wenn wir unseren Rohstofffonds ab Mitte Januar bis Mitte Februar, wenn dort Gelder reinfließen, also unsere Anteile abgerufen werden, dann ist es in aller Regel fürs erste Halbjahr immer ein gutes Jahr, weil dann kommt im Lauf des Jahres kommt so dann die etwas zögerlicher agieren, die kommen hinterher. Und wenn ich mich feststelle, Mitte Februar, wir haben mehr Zuflüsse als Abflüsse, dann bin ich da sehr optimistisch. Und deshalb schaue ich das ab dieser Woche sehr genau an, was diese Anleger machen. Ja, und darüber werden wir natürlich auch sprechen. Da werde ich dann mal nochmal nachhaken. Das ist natürlich ein spannender Indikator. Wie sieht es unabhängig davon aus mit Blick auf die einzelnen Rohstoffe? Wo sehen Sie das meiste Potenzial dieses Jahr? Also ich denke, weiterhin spektakulär werden die Energieträger sein. Dabei hängt ganz viel ab, was die OPEC von Bild gibt. Also die OPEC hat sich jetzt eine gewisse Macht und ein gewisses Vertrauen im Markt erarbeitet, und es liegt jetzt an den beiden Schwergewichten Saudi-Arabien und Russland, diese Marktmacht nicht zu verspielen, dieses Vertrauen. Und das heißt also, diese beiden müssen den Sack voll Flöhe unter Kontrolle halten. Und dann kann es durchaus sein, dass die OPEC so etwas wie diesen Swing-Producer wieder aufnimmt oder so eine Art Zentralbank für den Ölpreis fungieren kann, in der Hinsicht, dass man den Preis etwas in die eine oder etwas in die andere Richtung lenken kann. Also da gehe ich mal davon aus, dass die Energieträger da wieder der unveränderte, spektakulärste Bereich sein werden. Positiv mittelfristig bin ich weiterhin für die Basismetalle. Eben die Nachfrage aus China, die mag jetzt etwas gedämpft sein mit den Corona-Nachrichten, die man so hört, aber strategischer Aufbau der Lager, der ist beschlossen und der wird auch knallhart durchgeführt. Und bei den Edelmetallen sehe ich jetzt ein Potenzial bei Platin, allerdings eine sehr langfristige Story, weil Platin wird für die Wasserstofftechnologie verwendet, und bis die bei uns in unserem Alltag Einklang findet, das wird noch eine Weile dauern, aber Platin ist da ein essentieller, ein ganz zentraler Werkstoff, den man braucht. Und wenn man dann die entsprechende Geduld hat, dann denke ich, ist Platin da die Wahl, die mehr Potenzial hat als vielleicht Gold. Soweit Daniel Rau, Rohstofffondsmanager bei der LBBW Asset Management. Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Schön, dass Sie da waren. Ja, danke schön.